Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass der eine Planet, wo wir hin müssen für die eine Quest, nach Mesala 3, sehr hohen Level benötigt. Hier, 75. Aber ich würde es trotzdem gerne einmal riskieren. Vielleicht können wir doch dahin, nur könnte ein bisschen schwierig werden, sagen wir so. Level 75 zu kommen könnte wirklich schwer sein. Also wir sind gerade mal 41. Level 41 und ja, mal gucken. Wir müssen aber auch Sachen aus dem Inventar mal ein bisschen hier verkaufen, also verkaufen gehen und ja, wir sind jetzt auch ja mit den ganzen Quests, sagen wir schon, größtenteils durch. Wir haben nur noch kleine Quests irgendwie übrig. Fühlt sich für mich auch ein bisschen so gestreckt an. Wir heben an. Trotzdem gerne mal schauen, ob wir da schon hin können und es überstehen würden. Und wir sind im All. So, wer ist das? Priester Pickup. Pickup. So, Mesala. Da waren wir bisher noch nicht. Wenn wir ein bisschen rauszoomen. Okay, erstmal nach Tidacha. Springen wir erstmal dahin. Von da müsste es dann doch einfacher sein, oder? Und ich hoffe, da gehen wir nicht gleich drauf oder so, wenn wir dort ankommen. Grafantrieb fährt herunter. Systeme okay. So, Tidacha 1. Okay. Hier Level 60. Das ist aber Level 45, also gerade noch im Rahmen. Dekaran wäre jetzt der nächste, um nach Mesala zu kommen. Dass wir jetzt wirklich jedes System einzeln hinspringen müssen. Sprung abgeschlossen. Antrieb wieder normal. So, Dekaran. Dekaran 1 sind wir. Und jetzt müssen wir nach Mesala kommen. Hoffentlich. Ich hoffe, es ist nicht allzu schwer da jetzt, nur weil es Level 75. Rufe die Scorpius. Da bist du ja endlich. Keine Worte mehr. Und Heli. Ich wollte das nicht, aber ich lasse nicht zu, dass jemand von euch die Artefakte kontrolliert. Zögern wir das Unvermeidliche nicht hinaus. Ihr werdet vernichtet. Für vernünftige Argumente seid ihr nicht zugänglich, oder? Ich wollte das nicht, aber ich lasse nicht zu, dass jemand von euch die Artefakte kontrolliert. Ein Kampf im Himmel. Was könnte es Schöneres geben? Du gehst die Sterne zurück. Was? Sie haben ihren Antrieb verloren. Okay, Scorpio. Okay, wo ist Scorpio jetzt? Alter. Sie
Okay, die Helix jetzt. So, kritischer Schild, Treffer Schilde, okay. Sternblut Guardian, achso. Normaler Guardian war hier jetzt auch noch. Schiffe. So, lande beim verschütteten Tempel. Raumschiffsrunde? Verschütteter Tempel da. Okay, das wird jetzt sehr interessant. Fahrwerk bereit. Runter mit uns. Finde das Artefakt. Vor allem diese elektromagnetischen Wolken, sage ich jetzt mal, dazu, die da oben waren. Naja, ein paar Bäume und Gräser hier und da würden den Laden etwas aufpeppen. Okay, Temperatur minus 1, aber hier gibt es Sauerstoff. Welches Schiff ist das? So, hier wiegen wir aber auch ein bisschen mehr. Finde das Artefakt. Erfrierung erlitten. Ah, super. Weil Minustemperaturen oder was? Sind hier Sternblüter unterwegs? Autsch. Nochmal Schmerzen, super, perfekt. Da kommen wir schon. Besiege das Sternblut. Hypermuse. Oh. Und wer ist das? Der Kryptik. Okay, Musa ist wieder da. Hydrauchwechsel. Achso. Stauhunger erlitten? Na super. So, den kann ich nicht mehr looten. Okay. Vorne haben wir den. Dann haben wir da oben noch einen und hier unten noch einen. Jetzt haben wir hier drei.
Ah. Schnelles Nachladen. Da oben ist noch. Nur noch zwei. Nein. Ekliptik wieder, okay. Da hinten ist der nächste. So. Okay, und Musik hat sich sofort alles klar. Hier liegen aber auch Helme geklickt. Schnapp dir, was nützlich ist. Warum lass den Rest hier, da. Warum liegen hier so viele tote Ekliptiks? Digi-Dietrich, den nehmen wir mit. Medipack. Digi-Dietrich. Was ist denn das? Trauma-Pack. Jetzt ernsthaft, warum liegen hier so viele? Ich glaube, hier komme ich nicht durch. Warum haben... Beunruhigt mich, dass hier so viele Medikisten sind. Also Medipacks. Das heißt, die Kämpfe, das sieht wieder aus wie so ein Platz, wo wir kämpfen müssen. Verschütteter Tempel erreicht. Nächster Arena-Kampf, gehe ich mal von aus. Sorry, Sarah. Immerhin gibt es viele Digi-Dietriche. Okay, besiege das Sternblut. Greife Feind an! Ich hätte jetzt eigentlich eher Ekliptix als Hilfe genommen. Ziel erfasst! Warte, dann. In dem Fall, die sind ja. Low Level. Ach, das sind die Toten, die hier lagen, oder wie? Die wieder auferstanden sind. Okay, der. Was habe ich da genommen? Der lässt die Toten auferstehen, der hier. Level. Zielen, Gewehrzertifikat, Teilchenstrahlwaffen, außer Gefecht. EM-Waffen fügen Robotern Schaden zu, können aber auch eingesetzt werden, um menschliche Gegner bewusstlos zu machen. Treffsicherheit. Es gibt vielleicht kein fürchterregendes oder tödliches Kampfszenario, als eine einschüssige Waffe in den Händen eines Experten hochpräzise verkrüppeln.
Okay, hier unten kann ich noch nichts. Dann will ich Pistolenzertifikat nochmal machen. Und dann Gegner mit Pistolen. Gehen wir hin, ne? Oh, ich hätte nachladen sollen. So, Erfrierungen werden immer schlimmer. Da muss ich jemanden erledigen. Kann man hier? Warum Sternschleife? Die Varun-Waffen sehen zwar cool aus, aber ich würde die nicht haben wollen. Güter Atalan. Atalia. Soldat am Boden! Ja, der hat sich halt ausgetauscht, okay. So, die Ekliptik. Muni definitiv. So, einen Weg da rein finden. Was ist das hier jetzt für ein Tempel? Ekliptik-Basis. Ach, das gehörte den Ekliptiks hier. Okay, Schutz geht wieder hoch. Was ist hier passiert? Da ist ein Medipack. Was? Ekliptic Security Station Computer. Was ist hier passiert? Das braucht man nicht. Das nehmen wir aber. Ich bin eh überladen. Wenn ich jetzt was Falsches mitnehme. Aus dem Weg, Sarah. Das können wir essen. Haben wir was zu essen? Noch im Inventar. So. Das können wir essen. Was haben wir hier? Allheilmittel. Oh, perfekt. Den würde ich gerne nutzen wollen. Hier liegen noch mehr Tote. Da ist auch schon gleich der nächste Arena-Kampf. Alien Kebabs, Cutter, Overall. Was ist hier passiert? Das sieht ein bisschen nach einem Massaker aus. Nicht nach einem einfachen Massaker, sondern Barrowmesser. Da will ich jetzt rein, da ist Munition. Das passt auch nicht da. Aber vielleicht das hier. Ja, das könnte hier passen. Und das dann hier. So, dann würde das hier passen.
Und der dann da oben. So, mehr ist hier nicht. Außer ein Raumanzug. Und sehr viele Digi-Dietriche. Was hier drin? Kontakt, ich hab eine Granaten brauchen wir nicht. Obwohl, wir könnten wieder mal welche ausrüsten. Ich hab eine Granate. Dann werden wir auch das geklaute Ding auch wieder los. Runter. Das wird gleich ein Spaß. Ein Arena-Kampf nach dem anderen. Stiftetui, da haben wir wieder. Hier Sprudelwasser. Betritt die Anomalie? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt will. Ich speichere vielleicht einmal. Schiefgehen sollten wir nicht. Klappe, okay? Macht einfach euren Job. Der Kunde ist unterwegs. Lynn, Hella? Moment. Ich habe ein ungutes Gefühl hier. Ich finde das Artefakt. Ihr werdet alle brennen! Hüterin. Hüterin Teuter. Ich glaube nicht, dass diese Macht für die Menschheit bestimmt war. Autsch. Zu Staub zerfällst du. Jo, ich guck mal, wo ich Ehrenlichkeit bin. Ach, die Dinger greifen auch noch an. Schütztürme. Autsch. Echt? Reparatur nicht möglich. Und dann schaltet die Verteidigung aus. Alter, die Verteidigungsanlagen gehen mir auch auf den Nerv. Ich guck mal, wie ich die ausschalte. Out.
weiter. Auch noch welche, die angreifen. Ich hoffe, Sarah übersteht das. Hier an. Da kommt schon der nächste. Na toll. Wo kommst du denn her? Ernsthaft, wo kommen die alle her? Schlüsselkarte haben wir. So, okay. Hier müssen wir rein. Robotersteuerung? Freunderkennung aktualisieren, ja. Einstellen. So. Dann Geschützsteuerung. Freund-Feinderkennung. So. Nein, nicht die Dieter. Egal. So, Medipack. Und dann wollen wir hier weiter. Dass dieser Reaktor die primäre Energiequelle der Anlage war. Kann sein, weiß ich nicht. Medipack nehmen wir mit. Sind aber auch schon viele Arena-Kämpfe jetzt hier. Da ist die nächste Anomalie. Jetzt würde ich aber erstmal hier unten gucken. Noch eine Ekliptik. Okay. Der hat nur ein Herz und Notfallkit. So, wohin führt uns jetzt diese Anomalie?
Okay, wir sind wieder bei ihm. Wir haben Besucher. Vadik, davon hast du mir gar nichts erzählt. Wir haben Besucher. Willkommen. Meins ist auch deins. Nein, es ist trotzdem meins, aber du weißt schon. Captain Petrov, ich habe bald die wichtigste Sammlung in den besiedelten Systemen abgeschlossen. Nicht du schon wieder. Konnte ich nicht zu jemand anderem geschickt werden? Tut mir leid, dass ich das Artefakt gestohlen habe. War alles für die Wissenschaft. Die wichtigste Sammlung in den besiedelten Systemen. Beeindruckend. Wie hast du... Du verdienst das letzte Artefakt nicht. Das Leben, das du führst. Du stiehlst. Bist opportunistisch. Lügst. Das ist unfair. Ich hatte für das Artefakt bezahlt, wenn du mich gelassen hättest. Die Allheit wird mehr von dir verlangen als nur Credits. Du denkst, du hast ein Recht auf die Unendlichkeit? Du bist nichts! Wachen! Geht schon wieder los. So, das nehmen wir auch mit. Wo ist Sarah? Oder bin ich hier jetzt alleine? Genieß es! So. Die müssen aber auch noch Loot haben. Lederkleidung synthetisch. So, Medipack, der hat. Okay, finde das Artefakt. Was ist denn hier? Ach so. Vorkommen? Nee, danke. Muni? Betäubungs... Nee. Medipack? Helm Navigator? Sarah, kommst du? Wir gehen runter, ja? Was? Los, Neuling. Komm schon. Du schaffst das. War kaum auf der Straße des Reisenden mit uns. So schnell darf keine weitere Seele ins Nichts. Nein. Nein. Ich trinke einen auf die pechschwarze See. Das war ich. Das ist ein anderes Universum, in dem ich gestorben bin. Was zur... Bei Kriegs Geist. Ist das ein Sternenbluttrick? Willst du mich verhöhnen, bevor du es noch schlimmer machst? Hey, ich will dir nicht wehtun, Wladimir. Wladimir, hör zu, die Artefakte, sie verweisen auf ein Multiversum. Ein Ort namens Allheit. Multiple Universen? Springst du etwa durch die Tore von Raum und Zeit? Ein Mitglied von Constellation zu verlieren ist hart, aber wir schaffen das. Mach weiter.
Mir ist egal, wer gestorben ist. Das ist nichts im Vergleich zur Kraft, die wir aufdecken. Das ist es nicht wert, Vladimir. Ich würde alle Artefakte hergeben, um die Person zurückzuholen. Hier treffen wir uns. Sie haben den Preis verschwiegen, oder? Tja, du Geist von der anderen Seite. Ich werde mir das mal durch den Kopf rollen lassen. Aber jetzt brauche ich ein bisschen Zeit. Ich habe jemanden verloren. Okay, hier sind wir gestorben. Kann es sein, dass jeder von der Constellation einmal irgendwie durch die Allheit durchgeht und jeder hier einmal drauf geht? Hier sind wir jetzt gestorben. Bei uns ist Barrett gestorben. Hätten wir uns anders entschieden, habe ich so, vielleicht wäre Sarah gestorben. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass Sarah gestorben wäre. Okay, hier ist nochmal ordentlich was zum Looten. So, Credits. Tja, das wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht. So, warte mal. So. Zur Behandlung schwerer Verbrennung? Okay. Hier, Coachman. Allheilmittel, nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das. Entartetes Quarksgewebe. Alter, was? Keine Ahnung, was ich da jetzt gerade mitgenommen habe. Autonid-Pistole. Das ist ganz schön viel Muni. Wie viel können wir noch tragen? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Platz wir noch brauchen werden. Hier liegt der nächste Tote. Blicke in den Abgrund der Unendlichkeit. Was? Besiege das Sternenblut. Duplikat. Sarah? Warum muss ich hier auf Sarah schießen? Warum? Und auf mich? Da bin ich auch nur selber. So, warte mal, wo ist der Typ hin? Bleib tot! Ich hab's erwischt! Bleib fast am Ende! Deine Unendlichkeit endet! Deine Unendlichkeit endet! Wie viele Duplikate von uns gibt's denn da noch? Das sind aber auch sämtliche Sarahs, auf die ich schießen muss. Du kannst nicht
bisschen mehr Sarahs als hinter mir sein, ne? Deine Unendlichkeit endet. Alter, wie viel Leben haben die denn? So. Alter, es werden ja immer mehr. Wo ist denn der Typ? Ich wechsle vielleicht mal wieder hier drauf. Glutathion. Den muss ich erledigen. Wo ist denn der? Aua. Deine Unendlichkeit endet. So. Vor allem, das waren sämtliche Sarahs. Da ist der Tempel. Sarah? Okay. Dir geht's gut, das ist immerhin. Finde das Artefakt. Da sind wir. Wie immer bereit, uns gegenseitig für die Artefakte zu töten. Schade, dass es so gekommen ist. Angreifen. Keiner von euch hält mich auf. Angreifen. Ihr seid besessen von den Artefakten. Ohne euch ist das Universum besser dran. Reden. Hört auf damit, alle beide. Die Kämpfe in den besiegten Systemen müssen ein Ende haben. Versucht mal zu überreden. Noch mehr Gerede. Ich bin enttäuscht. Nein. Stopp. Das will ich hören. Na gut. Eine überzeugendere Version von mir aus einem anderen Universum könnte sich jetzt gern einschalten. Warum hört ihr mir überhaupt zu? Vielleicht, weil ihr glaubt, ich könnte eure Meinung ändern. Hat es nicht schon genug Tod gegeben? Wir drei können diesen Kreislauf der Rachlust durchbrechen. Ich würde erstmal das hier machen mit den... Warum hört ihr mir überhaupt zu? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich habe mich schon lange nicht mehr so alt gefühlt. Vielleicht wird es Zeit, das alles zu beenden. Zumindest dieses eine Mal. Nimm die Artefakte, bevor ich zur Vernunft komme. Hier. Epsilon, Gamma, Kappa? Ich weiß nicht, wie du das geschafft Delta? Hast, aber ich habe hier eindeutig ein historisches Ereignis erlebt. Epsilon? Muni bekommen, okay. Artefakt Omega hinzugefügt. Artefakt Rho hinzugefügt. Artefakt Pi hinzugefügt. Wieso kriege ich jetzt alle Artefakte, hä? Artefakt Xi hinzugefügt. Splittergranate 2 hinzugefügt. Warum bekomme ich die jetzt alle? Schwerer Teilchenzünder 102 hinzugefügt. Sarah Morgan, hat das gefallen? Was gibt's denn, Sweetie? Ciao, Schatz. Okay, ich darf das Ding jetzt einfach nehmen, oder wie? Artefakt Mi. Oder nein. Thank you.
Level 43. Okay. Offenbarung. 5000 Erfahrungspunkte bekommen. Baue das am Leer auf deinem Schiff. Option spricht vor Aufbruch mit deinen Freunden. Ein riesiger Sprung. Warte mal, was? Moment. Kann ich dir irgendwie helfen? Wahnsinn, was wir geleistet haben. Sam? Eine lange Reise geht zu Ende. Wir haben alle Artefakte. Bist du bereit für das, was kommt? Wir sehen uns auf der anderen Seite vielleicht nicht wieder. Wir müssen das sortieren. So sind wir. Ich mache mir Sorgen, Sam. Ich hatte sowieso genug von deiner fiesen Visage gehofft. Ich mache mir Sorgen, Sam. Ich auch. Hey, du fragst dich bestimmt, was mit Cora ist. Ich habe es mir durch den Kopf gehen lassen und eine Entscheidung getroffen. Sie kommt mit. Ich weiß, was alle denken. Selbst wenn ich es ihr verbieten würde, fände sie einen Weg auf das Schiff. Und wenn wir zurückbleiben, würden wir es bereuen. Die Chaos hält man nicht vom Abenteuer fern, klar. Ernsthaft, was, wenn ihr getrennt werdet? Sie wäre ganz allein. Cora mit Sternblutkräften? Da kommt was auf das Multiversum zu. Bin froh, dass du deinen Sinn für Humor nicht verloren hast. Okay. Dann mal los, ja? Das Unbekannte wartet hinter der nächsten Ecke. Ich wollte hey, aber Captain. Wollte eigentlich Sarah mitnehmen. Also, Fräulein, ich bleibe lange auf und lese heimlich. Wo ist Andrea? Ich wollte mit jedem einmal gequatscht haben. Tu nicht so, als wärst du sauer. Ich weiß, dass du es nicht bist. Ich habe gelernt, dass die Leute auf der Erde mit Hilfe der Sterne navigiert haben. Unsere Reise scheint sich dem Ende zu nähern. Aber es hat auch nur funktioniert. Die Allheit wartet also. Ich habe weniger Angst als gedacht. Wenn man die bekannte Welt verlässt, erreicht man vielleicht einen besseren Ort. Unser Universum ist doch nicht so schlecht. Und wer weiß, ob das nächste besser ist. Ja, scheiß auf alle in diesem Universum. Ein Haufen Drecks. Ja, ich bin schon gespannt, was im nächsten Universum was. Wie wechseln das Universum dann? Die Constellation hat mir ein Zuhause gegeben. Dafür werde ich immer dankbar sein. Aber ich bin jetzt bereit. Glaubst du, wir werden uns nach der Allheit wiedersehen? Würden wir uns überhaupt erkennen? Ich weiß nicht. Es ist ein großes Risiko, ins Unbekannte zu gehen. Ja, das sehe ich auch so. Aber das ist wohl auch der Grund für die Constellation, oder? Jemand muss für die Nachfolgenden das Risiko auf sich nehmen. Ich hoffe, das hier ist kein Abschied. Aber falls doch, ich bin stolz, Teil von allem zu sein. Andrea hat das geliebt. Wo ist Sarah? Sarah? Das war's also. Das Amilar kann zusammengesetzt werden. Und die Sternenblüter sagen, dass etwas auf der anderen Seite passiert, das uns wie sie werden lässt. Komisch. Nach all der Zeit dachte ich, ich wäre aufgeregt, ins Unbekannte zu gehen. Aber ich habe das Gefühl, zu zögern. Beziehung, ich liebe dich, Sarah. Nichts kann daran etwas ändern. Das wollten wir doch, Sarah. Das ist die wichtigste Constellation-Mission. Wir sehen uns vielleicht nie wieder. Ich weiß nicht, ob ich das will. Du hast recht. Feuern wir das Amilar in die Sonne. Vielleicht erschaffen wir ein schwarzes Loch. Ich mache die Beziehungsebene. Das meinte ich nicht, aber ich liebe dich auch. Angenommen, wir gehen in die Allheit, werden sterngeboren, kommen in ein anderes Universum. Wird es da eine Constellation geben? Und selbst wenn, es wäre nicht unsere.
Wir könnten hier bleiben zusammen. Ich habe mich in diesem Universum in dich verliebt. Die Constellation ist dort, wo wir sind. Ich werde immer weiter auf Entdeckung gehen. Wir müssen das nicht tun. Es gibt noch reichlich in unserem Universum zu sehen. Langweiliges Menschsein oder Sternblut mit Superkräften. Schwere Entscheidung. Wir könnten hier bleiben. Wir wissen beide, dass einen von uns irgendwann die Neugier packen wird. So sind wir eben. Aber es wäre okay, wenn wir eine Weile so tun, als wäre ein Universum genug. Ich würde vielleicht damit mal irgendwie... Wo haben wir eine Basis? Also ich würde damit zu einer Basis fliegen wollen und da das Amila dann aufbauen. Damit wir das auch richtig sehen können. Heben wir mal ab. Fluglaufbahn berechnet. Noch müssen bleiben wir... Bleiben oder springen? Was sagst du? Ich schau mal. Wo hatte ich Hella und so weiter gehabt? Ich glaube hier Narion, ne? Da. Genau, Narion, da habe ich irgendwo. Eine Basis hier. Ein anderer von, glaube ich. Kann das sein? Gehen wir mal dahin. Dann schaue ich, dass ich da das irgendwie aufbaue, das mit dem Amila. Und dort vervollständige. Für mich ist der Raumanzug wie eine zweite Haut. Keine Ahnung, warum sich manche auf Expeditionen darüber beschweren. Jo, hier war das, genau. Lynn? Hella? Hey, brauchst du was? Wo ist denn die neue? Eigentlich, die hier irgendwo sein müsste? Okay, keine Ahnung. Aber... So. Amila. Titan fehlt mir. Ein Titan? Wieso kann ich das nicht ausreichend ressourcen? Wieso kann ich das hier nicht bauen? Muss ich das wirklich draußen irgendwo hinsetzen oder wie? Dann würde ich sagen, wir reisen einmal ganz kurz nach New Atlantis und suchen uns da einen Händler. So, Geschäftsdistrikt. Suchen uns da eben einen Händler, der uns ein Titan noch eben schnell verkauft. Bevor wir die Allheit betreten. So, nahe Explosion und Projekteinschläge. Hi. Welcher Händler war denn das? Warte mal, wir haben ja einen Skillpunkt, oder? Ja, wir haben wieder einen Skillpunkt. Wohin könnten wir das mal investieren? Ein Gewicht heben, würde ich mal sagen. Ah, das ruckelt. Ah, ne, warte, der Händler, der war doch im Dingens hier beim Raumhafen. Mineralien und so. Wie durch ein Wunder gab es kein
keine zivilen Opfer. Du warst fleißig, ja. Ein Augenzeuge sagte, Leute aus dem wen Weg sollen hier? Die Ranger hast beschützen, du dir verdient? Wenn sie nicht mal ihre eigene Bank beschützen können? Was? Wohl wahr. Der gibt mir einfach wen Geld. Wen sollen sie beschützen? Raumhafen. Da war der Händler. Ein Titan. Tschüss, Sarah. Da vorne. Ich glaube, das war der Laden. Hinten haben wir noch ein so bisschen mehr. So sieht man sich wieder. Was? Wer sieht... George? St. George? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Keine Ahnung, wer du bist. So. Hoffentlich findest du alles, was du... Sieh dich in Ruhe um. Ja, ich hätte gern ein Titan. So, unter T. Ein Titan. So, das reicht. Ich habe alles. Schön, dass du da warst. Jo. Dann mach mal eben eine Schnellreise wieder zurück nach Dings. Genau, hier Narion. Hier nach Andrafon. Anorganische Ressourcen werden aus dem Boden oder der Luft gewonnen. Diese Welt wirkt nicht gerade lebendig. Außenpostenverwaltung, Außenpostentechnik, was? So. Baumenü. Können wir jetzt endlich bauen? Da sind sie alle drei. Da will ich aber hier drinnen bauen, eigentlich. Wieso kann ich das nicht hier drinnen bauen? Warum muss das draußen gemacht werden? Finde ich ein bisschen doof. Das Amulett ist jetzt vollständig. Sobald du deinen Grafantrieb aktivierst, springst du zur Allheit. Möchtest du woanders hin springen, entferne das Amulett von deinem Schiff. Amulett-Halterung? Du hast keine neuen Artefakte, die du hinzufügen könntest. Ah, okay, ich muss das von hier wegnehmen, oder wie? Okay, jetzt ist vollständig. Ah, alle, die auf dem Schiff sind, mit denen kann ich in die Allheit springen, oder wie? Okay, die paar Minuten mache ich jetzt noch eben länger dafür, um das rauszufinden. Habe ich das jetzt quasi für umsonst ausgegeben? So, einsteigen. Bald zum Abflug, Captain. Hast du neue Befehle? So, aktivieren. Ich hab das... Ah, okay. Ich muss dann
von dort alles wieder entfernen. Warum schläfst du in meinem Bett? Hallo? Also ich muss das schon auf dem Schiff haben. Wo war jetzt meine Base? Da. Diesen Weg. Dann reiße ich das gleich einfach mal wieder ab. Und da geht die Sonne auf. Müsste ich jetzt... Bau das Amulett auf deinem Schiff? Optional, sprich mit meinen Freunden. So, Schnellreise zum Schiff. Mal gucken, was da jetzt kommt. Ja, kann ich helfen? Ich muss das ja alles jetzt in Dings hier reinpacken. Dann hier rein. Aktivieren. Amulett bauen. Grafantrieb für Sprung zur Allheit hochfahren. Oder Amulett für einen normalen Grafsprung. Was gibt es? Warte mal. Ich kann mit allen jetzt hier in die Allheit rein, oder wie? Ich glaube, sie... Brauchst du mich irgendwo? Die Galaxie ist zu groß. Sie nehmen wir einfach mal mit. Was können wir da noch machen? Artefakt hinzufügen. So, Leute, seid ihr bereit, in die Allheit zu gehen? Ja. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass die jetzt wirklich darauf antwortet. Okay, ich bin gespannt. Guter Start. Alle Systeme normal. Apogeum final. Wir sind im Orbit. Hinein. Und mehr als einmal dachte ich, dies wird der letzte für mich sein. Achso, ich dachte, ich kann jetzt selber hier bewegen. Das bin ich. Du hast es geschafft. Was? Gefällt dir der Ausblick? Ich schaue sie mir gerne an. Die Unendlichkeit. Du bist ich? So rede ich nicht. Das ist also die Allheit. Irgendwie habe ich das, was Beeindruckenderes erwartet. Ist das das Ende? Das Jenseits? Der Himmel? Bist du?
Das also die Allheit. Deine Meinung zur Unendlichkeit spielt keine Rolle. Wir beide sind Teil des großen Ganzen. Alle Punkte laufen hier zusammen. Wird ein Stern geboren oder stirbt er, schlägt seine Existenz durch das Herz dieses Orts. Die Allheit. Ich habe gesehen, was du warst, bist, hättest sein können. Glaubst du, ein gutes Leben geführt zu haben? Bereust du etwas? Ich habe getan, was ich konnte, um mich mit meinen Fehlern abgefunden. Wir alle bereuen etwas, wenn wir ehrlich zu uns sind. Ich habe getan, was ich wollte und mir genommen, was ich wollte. Ich hatte nie vor, gut zu sein. Moment mal, bin ich tot? Fühlst du dich tot? Du bist Energie. Und die kann nicht sterben. Naja, wir alle bereuen etwas, wenn wir ehrlich zu uns sind. Mag sein. Dann bin ich gespannt auf deine Entscheidung. Um ein Sternenblut zu werden, musst du dem Universum ein letztes geben. Dich selbst. Der nicht greifbare Teil von dir, der dich in der Unendlichkeit einzigartig macht, wird wie eine Supernova explodieren. Während ein Teil von dir mit der Essenz dieses Universums verschmilzt, bleibt ein anderer auf ewig zurück. Verstehst du das? Du lässt dieses Universum zwar zurück, doch dieser letzte Schritt wird es auf ewig verändern. Die Sternenblüter haben gemeint, dass ich neu geboren werden würde. Das klingt eher nach Sterben. Komm doch direkt zu dem Teil, wo ich mächtiger werde. Das ist mir alles zu viel, ich verstehe nicht. Augenblick mal, die Artefakte, die Tempel, das Amilar, wer hat sie erschaffen und warum? Du hast gerade deine eigenen Fragen beantwortet. Wer außer Schöpfern kann Dinge erschaffen? So hat man sie im endlosen Zyklus der Zeit schon immer genannt. Ist es einer? Sind es viele? Mensch oder Alien? Terrestrisch? Vielleicht triffst du sie eines Tages noch, aber nicht heute. Und was das Warum betrifft, ganz einfach, damit du diese Frage stellen konntest. Damit du vor mir stehen und in die Mysterien des unendlichen Kosmos eintauchen konntest. Ich verstehe nicht ganz, also... Beispiel. Nehmen wir an, deine Kollegen von der Constellation werden ebenfalls wiedergeboren. Dann verteilt sich ihr Entdeckergeist in diesem Universum. Mehr Leute werden in den Nachthimmel blicken und sich fragen, was da draußen auf sie wartet. Gehe durch das Tor des Lichts und du wirst Stern geboren. Alles wird verschwinden und du an einem anderen Ort erwachen. Doch das ist nicht dein einziges mögliches Schicksal. Du könntest auch umkehren, dich entfernen von der Allheit, bis die Sterne verblassen und auf deinem Schiff erwachen. In deinem Universum, dein Leben weiterleben. Es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Mit euch allen. Mit jeder Version, die gerade hier in der Allheit ist. Geht hinaus in die Sterne. Indes du den Schritt in Richtung Unendlichkeit erwägst, zeige ich dir, was mit dem Universum, das du vielleicht verlässt, geschehen wird. Während sich deine Essenz durch Raum und Zeit verteilt. Warte mal. Da der Hunter und der Gesandte besiegt wurden, steht in diesem Universum der Weg zur Einheit den Bewohnern der besiedelten Systeme offen. Die mächtigen Sternenblüter werden sie nicht mehr behindern. Okay, und was ist jetzt hiermit? Ron Hopes Sturz zeigt erneut, dass für die Freestar Ranger die Gerechtigkeit über allen politischen Machtspielen steht. Im Freestar Collective wächst das Bewusstsein für das allgemeine Wohl. Es gibt mehr Heldentaten im Namen der Selbstaufopferung. Okay, und hier? Das sind die, die zurückgeblieben sind.
Die zurückbleibenden Mitglieder der Constellation werden ihre Materialien über die Entdeckung der Artefakte, die Sternenblüter und die Allheit veröffentlichen. Die Erkundung des Alls in den besiedelten Systemen im Zeichen der Hoffnung erhält einen neuen Schub. Also nur die vier werden übrig bleiben, oder wie? Was mit denen? Durch den Einsatz einer künstlichen Mikrobe werden die Terrormorphs nahezu ausgerottet. In den besiedelten Systemen flaut die Angst vor außerirdischen Lebensformen ab. Die UC gilt zunehmend als das sicherste Gebiet im All. Okay. Was ist dann mit Ryujin? Ich bin jetzt gerade sehr neugierig. Ryujin Industries zieht das interne geheime Neuro-M-Projekt zurück. Das Unternehmen bleibt erfolgreich, fällt aber nicht auf. Jeder neue Agent hört von der Geschichte deines Aufstiegs im Unternehmen und strebt danach, dir nachzueifern. So, was ist mit den Piraten und der, Dein Kampf mit der UC Systef gegen die Crimson Fleet erweist sich als Triumph des Gesetzes über die Gier. Die UC sorgt für mehr Sicherheit in den besiedelten Systemen, sodass die Raumfahrt ungefährlicher wird. Was ist mit meiner Frau? Deine Geliebte Sarah Morgan entscheidet sich dazu, wiedergeboren zu werden. Deine Bindung zu ihr wirkt sich positiv auf alle Beziehungen in den besiedelten Systemen aus. Es gibt mehr Ehen und mehr Kinder wollen Entdecker werden. Wie entscheide ich? Also, Sarah ist mit rübergegangen. Sie ist rübergegangen. Wahrscheinlich, weil sie auch gedacht hatte, ich bin auch rübergegangen. Es war schön, dich zu sehen. So. Aber ich weiß jetzt nicht, wohin. Soll ich direkt da rein und dann kann ich aussuchen, oder? Oder wie sieht's aus? Du lässt dieses Universum hinter dir. Doch ein neues erwartet dich. Wer wirst du in diesem sein? Was für Entscheidungen wirst du treffen? Okay. Betreten wir mal die Allheit. Okay, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Was passiert jetzt? Vor Robert, Game Design Bethesda Game Studios, Todd Howard wieder. Für Rob. Okay, wir haben das Game durch. Ich hatte gedacht gehabt, dadurch, also weil ich das auch so gehört hatte, dass das
irgendwie ein New Game Plus sofort startet. Ich muss ehrlich sagen, es war spannend. Es hat Spaß gemacht auf jeden Fall, Starfield. Ich hatte aber auch eher gedacht gehabt, so, dass wir da irgendwie so ähnlich wie in Skyrim oder so wahrscheinlich über ein Jahr dran sitzen werden, um das zu spielen. Okay, ich habe wahrscheinlich auch sehr viele Quests verpasst. Ich weiß es nicht. Aber es hat Spaß gemacht. Ich fand nicht jede Storyline super, sagen wir so. Das von der Vanguard hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Muss ich sagen. Ryujin, das fand ich auch sehr interessant. Weil wir da hier einfach mal ja, die Intrigen und so weiter der Geschäftswelt hier mal machen können. In der intergalaktischen Geschäftswelt. So Intrigen führen und so. Was auch mega war. Also die von der Freestyle Collective fand ich eher weniger interessant. Die ist mir gar nicht im Gedächtnis geblieben. So, ich fand das aber einen interessanten Ansatz mit der Allheit. So, das, aber es war meiner Meinung nach auch so, was in letzter Zeit ist. Da kann aber Bethesda eigentlich nichts für, weil die arbeiten ja schon seit 2017, glaube ich, dran. Und das mit den Multiversen und so, das ist ein bisschen zu viel für mich in letzter Zeit. Gerade ganz besonders wegen Marvel und DC. Aber trotzdem, der Ansatz der Story hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. So fand ich eigentlich gut. Nur, ich finde, was Stories angeht, Bethesda kann das besser. Da hatten die in Morrowind gezeigt gehabt, in Oblivion hatten die das gezeigt gehabt. So Skyrim, so in Fallout 3 haben die das gezeigt gehabt. So, Fallout New Vegas war ja jetzt nicht von Bethesda selbst, aber da war es auch mega mit dem Storywriting. Aber die hatten ja zumindest mal ein neues Genre versucht. Das kann man denen auf jeden Fall zugute heißen. So. Und ich bin gespannt, wie das dann im Starfield 2, falls davon noch eins kommt, sehr wahrscheinlich nicht mehr mit Todd Howard in der Leitung. Da wird wahrscheinlich jemand anderes sein. Aber hier Elder Scrolls 6 kommt ja, ist ja dann wahrscheinlich das Letzte, was Todd Howard noch macht. Und da bin ich auf jeden Fall sehr neugierig, wie das dann weitergeht. Aber ich klinke mich jetzt schon mal ab und ja, dann fangen wir wahrscheinlich übermorgen, wenn ich das so schnell hinkriege oder so, mit der Total Conversion von Skyrim an, Enderal. Da hat mir der liebe Herrn Brom das einfach mal so ein bisschen gezeigt gehabt und ich war so sofort beeindruckt. Ich wollte das schon so lange spielen, aber habe mich nicht spoilern lassen. Dann von Herrn Brom wurde mir das gezeigt gehabt und ich habe jetzt auf jeden Fall Bock drauf. So, und das ist dann das, was wir dann hier jetzt nach Starfield anstreben. Und ich finde es doof, dass hier jetzt auch keine Musik läuft. Aber egal, dann klicke ich mich jetzt aus. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ich lasse die Credits noch laufen. Ciao. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jo, okay, geht doch nochmal weiter. Ein Sternenblut. Das bist du geworden. Du hast das Unendliche berührt. Deine Geschichte ist vorbei, doch sie wird neu beginnen in diesem Universum und in unzähligen anderen. Du erinnerst dich an alles, was du je gelernt und erfahren hast. Zurücklassen musstest du deine Besitztümer und jeden, den du jemals gekannt hast. Erkunde dieses neue Universum und alles, was es zu bieten hat. Und vielleicht unternimmst du auch eine weitere Reise durch die Allheit. Okay, warte mal. Ich hab... Was hab ich hier jetzt? Anzug, Sternenblut, Astra. Ich hab nur das. Ich hab gar nichts. Okay, es geht also doch noch mal ein bisschen weiter. So, Pilotensitz. Oha! Warte mal, wo bin ich, Big Terror? Alpha Centauri, ich gehe mal dahin. Wir haben da eine Quest. Ich bin ein Sternblut. Oh. Ich habe gedacht, das wäre jetzt Ende. Einfach Ende gewesen. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Okay. Landen? Das will ich mir eben noch ganz schnell ansehen. Weil ich finde das jetzt gerade sehr interessant. Aber warum? Warum in Weiß? Ich hätte gern den, den Barrett hatte, den, oder beziehungsweise der Hunter. Den Schwarzen hätte ich gerne. So. Was ist das für eine Quest, die wir haben? Begib dich zur Loge Mass District. Ein kleiner Schritt. Warte mal, das... Dieser sinnlose Angriff auf eine Forschungsanlage der United... Warte. Okay, wir gehen zur Loge. Ich will jetzt wissen... Du hast beim Betreten der Stadt gescannt. Okay. Ich will es jetzt wirklich wissen. Also die paar Minuten, die überziehe ich jetzt noch einmal. Gerne, ist kein Problem. Und ich hatte gedacht gehabt, es wäre Ende. Es läuft auch wieder Musik überall. Und zwar richtig, wenn wir hier unterwegs sind. Sergeant Yumi sucht nach verlässlichen Leuten. Sprich mit ihm, wenn du Interesse hast. Wir wüssten das zu schätzen. Sprich mit Sergeant Yumi. So, die Loge, da wollte ich jetzt rein. Und mal gucken.
Betritt die Bibliothek. Entschuldigung, das ist eine private... Moment. Du kommst mir bekannt vor. Vasco, identifizieren. Scan läuft. Erstelle Querverweise zu bekannten Personalakten unserer Partnerorganisationen. Bitte stillhalten. Das scheint der Miner von Argos Extractors zu sein. Verschwunden, als wir das Artefakt von Vectera weggebracht haben. Aufenthaltsort bis eben unbekannt. Verstehe. Vasco hat das Artefakt schon geliefert. Also, warum tauchst du jetzt auf? Hauptquest wiederholen. Ich will der Constellation beitreten, dieses Rätsel mit euch ergründen. Hauptquest überspringen. Ich bin ein Sternblut. Ich weiß, was die Artefakte sind. Okay, wir haben ja eh durch und ich wollte eigentlich hier auch mit Starfield Ende machen. Deswegen Hauptquest überspringen. Ich bin ein Sternblut. Ich weiß, was die Artefakte sind. Du bist... Verstehe. Einige unserer Theorien zu den Artefakten stimmen also. Das glaubst du einfach so? Und wenn diese Person nur Wahnvorstellungen hat, in der Mine zu viele Gase eingeatmet hat? Hören wir ihm doch zu. Wir wissen so gut wie nichts. Wenn er die Wahrheit sagt, kann uns das sehr helfen. Alles klar. Schieß los. Ich komme nicht aus diesem Universum. Es gibt einen Ort, der alle Realitäten verbindet. Die Allheit. Ich habe das alles schon mal getan, habe das Artefakt gebracht, bin der Constellation beigetreten. Die Sternbüter jagen im Multiversum nach Artefakten. Alle wollen das Amilar erschaffen. Machen wir das? Danach suchen wir also. Nach den Teilen für ein Amilar. Nach einem Weg in das Zentrum eines Multiversums. Entweder ist das wahr, oder es ist der raffinierteste Streich aller Zeiten. Über Zweifel sind wir doch längst hinaus, Walter. Wir können es ja mit eigenen Augen sehen. Wir wissen jetzt, wo die meisten Artefakte sind und wohl auch, wie wir sie kriegen. Ich habe selbst Artefakte aus dem Stein gezogen. Artefakte, die Vision verleihen. Du könntest die Artefakte sammeln, während ich nach dem anderen Sternblut suche. Ich weiß nicht, ob du dich mit ihnen treffen solltest. Die Artefakte haben dir doch Kräfte verliehen, oder? Das sollten wir ausnutzen. Rede bitte mit Wladimir im Auge. Vergleich das, was du uns berichtet hast, mit seinen Scan-Daten. Du spürst die Artefakte auf, die das Auge findet. Wir besorgen die anderen. Auch wenn du nicht die Sarah bist, die ich kannte, freue ich mich, dich zu sehen, alte Freundin. In meinem Universum hat der Hunter eine von euch getötet. Das wird er hier nicht tun. Danke, dass du mir glaubst. In meinem Universum. Und dafür sind wir dir sehr dankbar. Und jetzt holen wir die Artefakte. Die übliche Begrüßung "Willkommen zu Hause" ist in diesem Fall dimensional nicht zutreffend. Du bist nicht der Engel, den ich mir als Schöpfer der Artefakte vorgestellt habe, aber sogar die kleinsten physiologischen und neurologischen Werte, die ich bei dir messen kann, sind einzigartig. Du bist echt was Besonderes. Okay, sehr interessant. Hallo. Ich helfe Ihnen gerne, wo ich Schade, kann. Dass das nicht mehr meine Sarah ist. Mit der ich verheiratet war, aber... Ich würde sagen, wir sind hiermit eigentlich offiziell mit Starfield durch. Weil es ist jetzt eigentlich im Grunde nur noch die Hauptstory wiederholen und die ganz anderen Storys. Ich weiß, du hättest uns nicht alles über die Artefakte sagen müssen. Wir werden das Wissen aber nutzen. Aber wir werden uns auf jeden Fall, was Starfield angeht, wiedersehen. Boah, Vasco, halt mal die Klappe. Ich geh mal raus. Ich geh draußen. Wir werden uns auf jeden Fall, was Starfield angeht, wiedersehen. Sobald Shattered Space raus ist, also das DLC. Und ja. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Thank you.